So, weiter geht's heute mit dem Qualifikationstraining zum großen Preis von China. Ja, schauen wir mal, ob wir den Schwung aus dem Training mitnehmen können. Willkommen in Shanghai, China, zu einer zweifelsohne fantastischen Formel 1 Qualifying Session. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. So. Dann fahren wir mal raus auf die Strecke. Eine schnelle Runde, ein bisschen warten und dann nochmal vielleicht sogar die zweite schnelle Runde fahren. So, dann schauen wir mal. Schön, dass der Schneckkurve rausgekommen. Ein bisschen langsam, aber ich versuche noch mal ein bisschen das Gas zu geben jetzt. Konzentrieren jetzt gerade. Ja, ein bisschen weit ausgekommen. 35-0 Leclerc. Leclerc. 34-4. Perez. Da ist nur Vettel, sehr gut. Der Teamkollege vorne. Runde 32-3. Jetzt hole ich immer ein bisschen aufs Gas weg, weil wir müssen. Jetzt wieder abbrechen und in die Box zurückfahren. Doppelführung für Renault.
Warum wir Hardcore sind, wobei das... Das war nicht unsere Absicht. Klonk. Eieieiei. Ein dickes Chaos hier in China. Fünf Plätze. Was? Wofür? Und damit war es das mit der Pole. Und damit müssen wir auf Platz 6. Naja. Warum auch immer. Dann sage ich nicht, der Er ist uns reingefallen. Aber müssen wir mit Leben halt, ne? Scheiße. Ach ja, na egal, scheiß auf. So far our fastest lap is a 1:32.3. Sollte trotzdem funktionieren, dass wir hier eine halbwegs gute Zeit hinkriegen. So. Neun Minuten 30 haben wir noch. Der Abstand sollte groß genug sein, um tatsächlich die Hauptführung hinzukriegen. Wenn Vettel dann deine Geschwindigkeit hält. Das Hamilton sich dazwischen geschoben. War noch nur knapp. Expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. Oh, 10 bis 15 Minuten, na gut, das wird.
So, also Minuten müssen wir noch warten und dann den zweiten Versuch setzen. Also wir fahren auch raus jetzt dann, wenn wirklich alles andere rausfällt. Und dieses Pair ist der erste. Und dann fahren wir mal. So, fahren wir mal raus. Der neue Satzreifen ist drauf. Nicht gut. Keine 5 Minuten. Nur knapp 5 Minuten, wäre das mehr. Haben wir noch gute 5 Minuten, das sollen wir hinkriegen. Ich hoffe, dass der Vettel jetzt im zweiten Versuch nochmal eine Zeit setzen kann. Hochstellen. Ja, wir brauchen noch einen Versuch. Leider ist die Scheißstrafe immer nur P6. Oder auch eine kleine Herausforderung. Als andere ist die 7. Thank you.
So wird's keine Absicht. Ein bisschen zu weit rausgekommen dort, dann war es eh schon zu spät. Eigentlich wollte ich hier noch überholen. So, fahren wir nochmal die Box. Der Front ist hier nämlich jetzt durch. Forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. So, 10 Minuten und dann gibt's Regen, aber wir haben eine Zeit gesetzt. So, jetzt heißt es abwarten. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Und Verstappen jedenfalls bis 5. Magnussen und Sebastian Vettel. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das Team 5. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Weber, 42,5, ja gut, durch unseren Rempler da. Und Leclerc auf 18 nur. Also beide Ferrari ganz unten da hinten ist. Hamilton auf 11. Kessler auf 14. Also Mercedes ganz, ganz weit am Ende. Na gut, das könnte gut werden. Ich bin auf 5. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Was ja. Was ist das Geheimnis Ihres Qualifying-Tempos? Tja. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Grid-Strafen auf den Sport auswirken? Ja, man muss so. Klasse, das war dann alles. Gut, okay. Müssen wir uns mit leben jetzt mit der Gridstrafe? Ja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, schauen wir mal, was wir hinkriegen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann, mit dem Rennen.